anderes als ein Stillleben? Und wie schwer kann das schon sein? Das Pop-It macht Spaß. Okay, wie bekomme ich den Apfel zum Glänzen? Das ist kein schlechter Anfang, oder? Das könnte ich ewig machen. Nee, eigentlich nicht. Geh mir aus dem Weg. Ich wette, das kriege ich raus. Mir ist so langweilig. Was macht sie da drüben? Sie malt einen Haufen Obst? Das werden wir ja noch sehen. Sieh an, was haben wir denn hier? Hä? Warte, da fehlt jetzt was. Was zur? Dann muss ich wohl von vorne anfangen. Wann ist sie denn endlich fertig? Hallo, Apfel! Okay, hat sich der Apfel bewegt? Wie soll ich denn so arbeiten? Das ist lustig! Okay, dieses Mal wird's was werden. Wie bitte? Ich verstehe das nicht. Hallo? Dafür muss es doch eine Erklärung geben. Hey! Ich hätte wissen müssen, dass du dahinter steckst. Komm zurück! Jetzt komm her! Du gehst nirgendwo hin. Wenigstens nicht, solange ich male. Okay, das hier noch. Oh, jetzt kann ich endlich in Ruhe malen. Okay, wo war ich? Hallo? Wie lange muss ich denn hier hängen? Lass mich runter! Hast du dir selbst zuzuschreiben? Ja, warum bin ich nicht schon früher auf die Idee gekommen? Ich male einfach den Schatten der Früchte ab. Damit fällt das lästige Raten weg. Und ich kann mich voll und ganz auf die Pinselstriche konzentrieren. Jetzt kommt die Birne. Ihre Form ist super knifflig. Wow, ich komme so ziemlich schnell voran. Das Obst ist fertig. Jetzt fülle ich noch den Hintergrund ein bisschen auf. Meine Signatur darf natürlich nicht fehlen. Das könnte eines Tages wertvoll sein. Und fertig. Aber nicht dank dir, Schwesterherz. Ja, meine Hände sind frei. Aber warte. Oh nein. Ah, mir geht's gut. Sie ist so hübsch. Vielleicht kann ich sie mit etwas Kunst beeindrucken. Ich beginne mit Blau. Andere Farben kommen auch dazu. Das Herz male ich natürlich mit Pink aus. Das Bild spricht für sich. Sie wird mich bestimmt verstehen. Ob ihr das Bild gefallen wird? Das Bild ist für mich? Du ziehst besser Leine. Autsch! Das wäre keine gute Reaktion. Nee, das ist für die Tonne. Was zum... Oh nein! Meine Hände sind voller Farbe. Oh, heute scheint einfach nicht mein Tag zu sein. Ich sollte mir besser die Hände waschen. Dafür werde ich reichlich Seife brauchen. Moment mal. Wow! Voll abgefahren! Die Farbe und der Schaum haben sich vermischt. Das bringt mich auf eine Idee. Du brauchst eine Schüssel voller Wasser und Spülmittel. Natürlich darf die Farbe nicht fehlen. Mit einem Eisstiel verrührst du das Ganze. Genau so. Es soll gut aufschäumen. Aber ich brauche noch mehr Blasen. Mit einem Strohhalm puste ich Luft hinein. Wow! So viele Seifenblasen. Genauso soll es sein. Den Strohhalm brauche ich nicht mehr. Jetzt lege ich Papier auf die Blasen. Wow, die Blasen sind auf dem Papier. Hi, das ist für dich. Was? Das hast du für mich gemacht? Wow, vielen Dank. Das ist voll schön. Oh mein Gott. Willst du mit mir gehen? Der Plan ging voll auf. Unsere nächste Challenge steht unter dem Motto Illusion. Und jetzt werdet kreativ. Okay, ich glaube, ich weiß, wie ich anfange. Oh ja, ich wäre auch gern kreativ. Ein paar Striche müssen reichen. Und dann verbinde ich sie. Das ist so einfach, sieht aber voll cool aus. Damit kann ich punkten. Und fertig. Das ist, sehr schön. Schau mal, was ich gemalt habe. Ich habe mir ja ein paar mehr Gedanken gemacht als du. Bei mir dreht sich alles um Linien. Sobald ich ein Quadrat habe, ziehe ich oben und unten noch Linien und dann links und rechts. Es dauert ein bisschen, wie du sehen kannst, aber am Ende ergibt alles einen Sinn. Wenn du Linien richtig einsetzt, kannst du jede Art von Perspektive zeichnen. Du musst nur dem Muster folgen. Ein bisschen Farbe ist natürlich auch gut.
Siehst du, wie es sich entwickelt? Als ob man direkt reinspringen könnte. Lass mich mal. Du meinst so? Ah! Oh nein! Hey, ich kann dich da unten sehen. Okay, ich bin damit fertig. Und da ist sogar ein kleiner Bonus dabei. Was geht da vor sich? Hallo, ich bin jetzt hier. Zeig mal her. Ich hol dich da wieder raus. Komm raus. Warte, vorsichtig. Raus da, raus da. Ja, geschafft. Warte, was? Da drin hat's mir aber gefallen. Hey, wo willst du denn hin? Ich will nicht da drin gefangen werden. Hier ist es so dunkel. Ich habe solche Angst. Was ist das für ein Ding? Verschwinde aus meinem Zimmer. Hilfe! Was ist hier los? Da ist ein Riesenmonster. Dafür hast du mich geweckt? Ein Kleiderständer? Oh, schätze, das war nur in meinem Kopf. Gute Nacht. Entschuldigung, aber dunkel ist es trotzdem. Ist nur ein Kleiderständer, stimmt's? Ich bin sicher. Was? Es ist wieder da. Ich brauche Hilfe, bitte. Hilfe! Was? Da drüben. Oh. Ich sehe hier nichts. Aber ich weiß, wie wir das ein für alle Mal beenden. Zuerst schwärzen wir die gesamte Leinwand. Wenn wir damit fertig sind, tragen wir mit einem Stempel weiß auf. Mit Schwarz malen wir dann einen Baum. Wir malen sogar einen kleinen Wald. Als nächstes kommen weiße Sterne an den Himmel. Mit etwas Spritzern stechen wir dann Löcher in die Leinwand. Wir machen hier und da ein paar Löcher und stecken dann Lichter durch. Damit solltest du dich sicher fühlen. Wow! Jetzt musst du keine Angst mehr haben. Licht aus! Hä? Was ist das da drüben? Oh, ein Monster? Oh, hör auf, mich zu ärgern. Jetzt fühle ich mich viel besser. Monsterfrei, so muss das sein. Welchen Stift soll ich nehmen? Blau oder grün? Schau sie dir an. Ich liebe dich. Bis später in meinen Träumen. Wow! Eine Schnecke, cool. Wer dreht das Rad? Gewonnen! Oh, ich war so sicher, dass ich gewinne. Komm schon. Keine Hände schon wieder? Oh, na gut, ich schaff das schon irgendwie. Und los geht's. Vielleicht kann ich ihr helfen. So. Hey, du machst das falsch. Aber wie? Oh, na gut, dann probiere ich's mal. Mach die Augen zu. Warum verhältst du dich so komisch? Fein. Zum Glück habe ich diese Schlafbrille. Wie sehe ich aus? Perfekt. Das ist schwieriger, als es aussieht. Du bist toll. Ich meine, du machst das toll. Ich sollte sie küssen. Aber Moment, ich darf das nicht vergessen. Das ist doch ein Witz. Ich habe $20 dafür ausgegeben. So was Blödes. Obwohl, ich muss mich beeilen. Weg mit dir. Wer braucht schon teure Blumen, wenn man einen Stift hat? Mal dir einfach deine eigene. So ist es auch viel romantischer. Nur noch der Stiel und fertig. Ich hoffe, es gefällt ihr. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemalt habe. Ist aber ziemlich gut geworden. Also, es ist eine Schnecke. Ich habe auch was gemalt. Für mich? Du bist noch viel schöner als jede Rose der Welt. Oh je, ich werde ganz rot. Aber das ist auch mega romantisch. Das macht Laune. Okay, und würfeln. Oh, verloren. Juhu, ich darf das Rad drehen. Was wir wohl dieses Mal bekommen? Eine Überraschung. Wow. Die Auswahl ist ja riesengroß. Oh, ich dachte, das wäre etwas Süßes. Was ist das? Damit kann man malen. Ah, verstehe. Meinst du so? Das macht Spaß. Na, was sagst du? Okay, benutze es so. So entsteht eine Spirale. Du musst nur den Stift bewegen. Die Kreise erledigen den Rest. Das könnte ich den ganzen Tag machen.
Das sieht cool aus. Okay, jetzt probiere ich eine andere Farbe. So entsteht ein neues Muster. Die brauche ich nicht mehr. Hey, das sieht toll aus. Wow! Richtig hypnotisierend. Ashley, alles okay? Huhu! Hey, reiß dich zusammen. Holt dich die Glocke wieder zurück? Ah, das muss funktionieren. Echt jetzt? Ich habe keine Ideen mehr. Oh, die Feder könnte nützlich sein. Aufwachen! Hatschi! Was ist passiert? Ach ja, meine schönen Kreise. Die sehen toll aus. Das Bild macht richtig gute Laune. Gut genug, um eingerahmt zu werden. Aber warum schon aufhören? Ich brauche nur Inspiration. Richtig. Du hast was gesagt? Oh, Susan, das war nicht nett. Oh, ich weiß nicht. Hey. Meine Blätter. Oh, entschuldige. Ups. Schau, was du gemacht hast. Es ist hin. Hey, soll ich dir mal was zeigen? Hast du schon mal was von einem glücklichen Unfall gehört? Das ist einer. Wow. Darf ich? Klar. Du kannst auch unterschiedliche Größen nehmen. Fantastisch. Machen wir noch mehr drauf. Was glaubst du, wie viele hier drauf passen? So viele, wie du willst. Jetzt wird's verrückt. Du kannst so ziemlich alles nehmen. Solange es bunt ist, natürlich. Findest du, es sind jetzt genug? Sieht ziemlich cool aus, stimmt's? Schlag ein, mein kleiner Künstler. Gauss, Hunde mit braunem Fell mag ich am liebsten. Fertig? Auf jeden. Los, zeigt mir eure Kunstwerke. Wie süß. Gute Arbeit. Aber ich habe Superdog gemalt. Auch sehr süß. Eine schwierige Entscheidung. Die Runde geht an Gina. Yes! Haha! Wo ist mein... Ene, mene, mei, ich zaubere eine Rose herbei. Ein toller Zaubertrick. Hier, eine Rose für das Publikum. So eine hübsche Rose. Die darf nicht verwelken. Hey, ich will sie auch abzeichnen, Brian. Präg dir die Form der Blüte ein. Oh yeah. Das kann ich aus dem Kopf malen. Die Rose hat zu mir gesprochen und hat meine Kreativität erweckt. Zieht euch die Form der Blüten rein. Die Farbkombination gefällt mir sehr gut. Erkennt ihr schon die Texturen? Die Farben sehen richtig lebendig aus. Jetzt kommt die Feinarbeit. Einfach und doch brillant. Vergiss nicht, den Schatten zu malen. Damit sieht die Blume gleich viel realistischer aus. Bleib geduldig und deine Mühe wird sich bezahlt machen. Das Endergebnis wird dich umhauen, versprochen. Gleich sind wir fertig. Und geschafft! Gerade rechtzeitig. Zeigt mir eure Zeichnungen. Cool, oder? Muss das sein? Ich bin nicht sehr weit gekommen. Oh, das ist ein Jammer. Brian? Was? Okay, von mir aus. Hier, für deinen Blumenstiel. Danke! Nur noch ausschneiden und ankleben. Fertig! Ausgezeichnet! Ein Bild, das durch eure Freundschaft entstanden ist. Für mich seid ihr beide Gewinner. Dennoch gewinnt Gina. Danke, das ist so aufregend! Es ist der Hase, oder? Ist das dein Ernst? Es ist die Katze! Von wegen, es ist der Hase! Hör auf! Du bist gemein! Ich halte mich nur an die Regeln. Okay,
Okay, du hast es so gewollt. Zeig, was du kannst. Lass uns loslegen. Ich habe mich mein Leben lang darauf vorbereitet. Na los, trau dich. Oh, meine Nase. Ich muss etwas tun. Das reicht. Ich gebe auf. Oh, gib den her. Pass auf. Ich male ein paar S-Formen auf das Papier und verbinde sie miteinander. Das wird sowas von süß. Fehlen nur noch ihre niedlichen Gesichter. Das ist ein Hase und das ist eine Katze. Nun werde ich sie bunt anmalen. Sie sehen so glücklich aus. Das ist das reinste Kinderspiel. Gleich bin ich fertig. Justin, sieh mal. Sie umarmen sich. Wow, eine Katze. Das ist voll cool. Oh, das ist voll niedlich. Wow. Oma, guck mal. Oh nein. Die Wolle. So ein Unglück. Oh nein, bitte nicht. Mein Bild ist völlig ruiniert. Oma, das ist deine Schuld. Hey, die Wolle. Aber natürlich. Die Wolle ist sowieso schon in der Farbe. Das wird klasse. Okay, alles ist mit Schwarz bedeckt und jetzt kommt der Faden mit goldener Farbe hinzu. Ich verteile die Fäden mit goldener Farbe überall auf der Leinwand. Genau so, so viele wie möglich. Anschließend klebe ich die sauberen Wollfäden fest. Bereit? Für die Leinwand nach oben. Und fertig. Ein hübsches Endergebnis. Wow, mein Enkel ist so ein begabter Künstler. Du kommst definitiv nach mir. Das ist mein bestes Bild bisher. Reit. Zuerst fange ich mit Lila an. Die Reihe ist fertig. Was zum... Okay, ich bin fertig. Vorsichtig. Ha! Und Showtime, ran an den Speck. Ryan, was hast du damit vor? Das wirst du gleich sehen. Oh yeah. Los geht's, Baby. Jetzt passt mal gut auf. Malt kleine Punkte auf dem Stab. Malt noch mehr Punkte in einer anderen Farbe. Und dasselbe nochmal in Orange. Nimm die Farben eines Regenbogens. Gleich bin ich fertig. Gleich kann's so richtig losgehen. Roll den Stab auf dem Papier, solange die Farbe nass ist. Gina, guck dir das an. Welche hervorragende Leistung. Nicht schlecht. Aber Brians Bild hat mir den Atem geraubt. Verneigt euch vor dem Puppet-König. Danke, danke. Vielen Dank. Gefällt dir meine neue Jacke? Sie war reduziert, da musste ich einfach zugreifen. Cool, oder? Ja, die Jacke ist neu, schon kapiert. Aber wie findest du meine neue Jacke? Und was sagst du zu meiner neuen Handyhülle? Glitzer ist voll aus dem Trend. Puppets sind in. Mein Notizbuch wird dich bestimmt umhauen mit all den Stickern. Herzen, Sternchen und sogar Eis mit dabei. Was? Oh Mist, mein Notizbuch ist voll langweilig. Das wird sie nicht beeindrucken. Wie verschönere ich es nur? Ich probier's mit den Stiften. Hey, mich hat die Muse geküsst. Schneide die Spitze des Filzstifts vorne ab. Dann schneidest du noch eine Herzform aus. Oh, sieht das nicht süß aus? Dann nimmst du ein Notizbuch und stempelst darauf los. Du kannst auch Sterne machen. Fertig! Jetzt habe ich auch Herzen und Sterne. Siehst du, das beeindruckt mich nicht. Ich habe nicht mal Sticker gebraucht. Wow! Das will ich auch haben. Warte, was ist das? Oh, die sieht flauschig aus. Es gibt auch eine Babygiraffe. Die gehört mir. Oh? Okay, dann gehört mir die Babygiraffe. Meine Giraffe ist viel besser. Okay, nicht bewegen, ich muss dich abmalen. So weit, so gut. Was machst du da? Ich untersuche die Giraffe. Oh, gute Idee. Wie läuft es bei Justin? Voll realistisch, oder?
Ich nenne ihn Gary. Das sieht gar nicht wie eine Giraffe aus. Das wird etwas schwierig. Der richtige Winkel ist das A und O. Moment mal. Ich habe eine Idee. Ich lege meine Hand so auf das Papier und fahre sie nach. Dann male ich ein Gesicht dazu. Und schon ist es eine Giraffe. Nun wird sie noch angemalt. Der Braunton passt perfekt zu ihr. Der Rest wird gelb angemalt. Vorsichtig, ich will schließlich nicht über die Ränder malen. Jetzt ist der Hals dran. So, das reicht. Zum Glück ist mir das eingefallen. Ja, okay, das ist echt cool. Sorry, Gary. Das ist für dich. Dankeschön. Sagt, schau dir das mal an. Gut, dass ich ganz viel davon hab. Oh ja, ich lasse es regnen. Ich finde, das sieht ziemlich gut aus. Oh, sie macht immer so eine Sauerei. Aber wenigstens habe ich gelernt, vorbereitet zu sein. Als große Schwester muss ich mich ja irgendwie schützen. Hier kommt der Stempel. Bin ich gut oder bin ich gut? Wie kann ich dich noch schöner machen? Hoffe, du magst Farbe, mein kleiner Freund. Woohoo! Oh nein! Oh-oh! Du steckst in Schwierigkeiten, Fräulein. Gib mir jetzt den vollgeschmierten Bären. Oh-oh! Ich werde daraus was Cooles machen. Aber zuerst brauche ich noch ein paar Sachen. Erinnerst du dich daran? Ich brauche ziemlich viel davon. Jetzt kommt der Bär, dem es nichts ausmacht, beschmiert zu werden. Oh, gefällt dir das, Mr. Bär? Hier wird's jetzt ein bisschen schmuddelig. Das ist ein richtig süßer Stempel, stimmt's? Aber da fehlt noch was. Und Blumen mag jeder, oder? Wenn sie komplett bedeckt ist, einfach draufstempeln. Das ist ein lustiges Design. Ich habe wieder mal das Beste aus einem Unfall gemacht. Wow, das will ich auch machen. Ist da was? Komm schon. Ja, das macht total viel Spaß. In einem Kunstprojekt kommt es auch auf die Vorbereitung an. Und die kann etwas chaotisch wirken. Aber egal, machen wir aus der Idee Kunst. Der erste Strich ist immer der beste. Hier ein bisschen Blau. Es entwickelt sich langsam. Oder auch nicht. Das sieht schrecklich aus. Nope. Zum Glück habe ich noch mehr Blätter. Oh, geschmeidig. Das ist ja noch schlimmer als das erste. Oh. Komm schon, konzentrier dich. Das darf doch nicht wahr sein. Warum kriege ich keine dumme Blume hin? Okay. Beruhig dich. Tief einatmen. Ich kann das. Ich bin absolut fähig dazu. Jetzt geht's los. Easy. Achoo! Das war Pech. Aber warte mal. Was für eine interessante Form. Damit kann ich was anfangen. Wenn du deinen Pinsel auf unkonventionelle Art nutzt, kommen einzigartige Designs raus. In meinem Fall sind es Blüten. Wenn du einige fertig hast, male noch grüne Stiele und Blätter dran. Siehst du, wie alles zusammenpasst? Vorsichtige Striche sind wichtig. Du kannst sogar zwei Blüten verbinden. Damit füllst du den Platz auch schön aus. Ich wusste, dass ich das hinbekomme. Wow! Hast du das selbst gemalt? Du kannst es haben, Annie. Ich habe noch andere kreative Sachen zu erledigen. Aber diesmal wähle ich einen ganz anderen Ansatz. Keine Bange, wir bleiben beim Thema Blumen. Siehst du, wie diese Linien die Blätter zum Leben erwecken? Lass dir ruhig Zeit damit. Du kannst auch Gras malen, siehst du? Der nächste Teil wird aber etwas komplizierter, denn wir wollen einzigartige Muster machen. Und zwar mit einem Luftballon. Das war irgendwie schön. Jetzt nutzen wir ihn als Stempel. Und wir bekommen diese lustigen und einzigartigen Blumen. Und die letzte nicht vergessen. Cool, oder? Fantastisch! Wie findest du das? David, wie kommst du nur auf solch schöne Ideen? Dank meines Geheimtools.
Oh, ein Herz, voll süß. Mal gucken, wer drehen darf. Ich bin der Beste im Daumenkrieg. Juhu, gewonnen! Oh, so knapp. Bitte nichts Schlimmes. Kein Papier? Aber wie soll ich denn dann was zeichnen? Wahrscheinlich sollst du genau das herausfinden. Schau her. Ich beginne mit einer senkrechten Linie in der Mitte. Und noch zwei daneben. Dann oben und unten waagerechte Linien. Und nun die Seiten vom Herz. Mit dem Bleistift zeichnen wir Superhilfslinien, bevor wir mit der Farbe loslegen. Sobald die Grundform fertig ist, radiere die Linien an den Ecken weg. Dann nimm dir einen Stift und ziehe die Linien nach. So entsteht ein 3D-Effekt. Und nun kommt noch die Farbe. Bleib dabei unbedingt innerhalb der Linien. Wenn das fertig ist, kannst du die Innenseiten schattieren. Das geht am besten mit einem Bleistift. Schraffiere an den Stellen, wo du den Schatten haben möchtest, beziehungsweise dort, wo das Licht anders hinfallen könnte. Das ist mal eine andere Art, ein Herz zu malen und es sieht beeindruckend aus. Das war's. Und wie gefällt's dir? Wow, ich meine, ist okay. Was kann ich denn nehmen? Ich weiß, meine Hände. Das ist etwas zu simpel. Aber irgendwas muss ich doch machen können. Ich hab's. Ein Mini-Herz. Wie findest du das? Es ist ein Herz. Nein, ist es nicht. Sorry. Okay, was hältst du davon? Oh, gib's einfach auf, okay? Ich weiß, dass ich's schaffe. Kommt schon, Finger, lasst mich nicht hängen. Ich glaube, ich hab's. Ich brauche dafür nur einen roten Stift. Lege einen Finger auf den anderen. Male dann ein Herz. Und male es rot aus. Gar nicht so schlecht. Ich mag's. Oder besser, ich liebe es. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich mal noch einen Smiley dazu. Und noch einen für die wahre Liebe. Ist das romantisch? Guck mal. Ernsthaft? Oh, das ist so süß. Moment, ich habe auch eine Idee. Mach's aber nicht kaputt. Nein, das wird super. So, sie umarmen sich. Ich glaube, ich muss gleich weinen. Das ist so süß.